Hallo, guten Morgen. Geld-Kreations-Crashkurs. Money-Creation-Crashkurs. Ja, ich gebe mir die beste Mühe, euch in kürzester Zeit die wichtigsten Sachen über Manifestation und Kreation beizubringen. Und heute oder in dieser Woche ist es halt insbesondere das Thema Geld. Aber die Prinzipien sind immer die gleichen. Und das Wichtigste daran ist einfach, dass du deinen Verstand, dass du deine Denkweise so hinkriegst, dass du automatisch von dem Ergebnis denkst, das du dir wünschst. Guten Morgen, ihr Lieben. Du denkst eh immer automatisch. Du denkst immer. Du kreierst immer. Du manifestierst immer. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst bist, dass du den ganzen lieben langen Tag insbesondere durch deine Gedanken, die dann automatisch deine Gefühle hervorbringen und deine Vorstellungen hervorbringen. Du bist den ganzen Tag dran. Ob du willst oder nicht. Also, es ist egal, ob du es bewusst machst oder nicht. Du bist die ganze Zeit am Kreieren. Ratatatzong. Sobald du morgens aufstehst, bis du am Abend schlafen gehst, hast du Vorstellungen. Hast du Vorstellungen von deinem Leben? Hast du Vorstellungen davon, was jetzt passiert? Du hast Vorstellungen davon, was jetzt nicht passiert? Du hast Vorstellungen davon, was du zu tun hast, damit alles so passiert, wie du es möchtest. Ja, guten Morgen. Also, du hast immer Vorstellungen, du hast immer irgendwas im Kopf. Wenn du morgens aufstehst, dann überlegst du dir, was ist zu tun, was kommt heute auf mich zu, was muss erledigt werden, was muss ich machen. Und zwar, warum denkst du das? Damit alles in bester Ordnung ist. Was muss ich machen? Wie soll heute dieser Tag von mir genutzt werden, damit alles in bester Ordnung ist? Und wenn du dann nichts aktiv tust, dann bist du halt die, die jeden Morgen halt aufsteht, wie immer, und jeden Morgen aufsteht und das macht wie immer und das denkt wie immer und der Überzeugung ist zum Beispiel, dass sie als allererstes am Morgen einen Kaffee braucht, ja, oder einen Tee, oder dass sie der Überzeugung ist, dass Kaffee nicht gut für sie ist, oder dass du jemand bist, der der Überzeugung ist, Ayurveda ist klasse und du trinkst ein heißes Wasser und so weiter und so fort. Guten Morgen, ja? Und wer bist du, wenn du am Morgen aufstehst? Hast du das schon mal untersucht? Guten Morgen. Ja, wer steht am Morgen auf in deinem Haus, in deinem Körper? Wer ist da? Was ist es für eine Person? Mit was für einem Selbstbild, mit was für einem Selbstkonzept geht diese Person durchs Leben, die am Morgen aufsteht? Was denkst du? Denkst du, oh mein Gott, hoffentlich kriege ich alles gebacken, hoffentlich schaffe ich alles morgens. Guten Morgen, Gudrun, guten Morgen, Ariane, guten Morgen, Christine, Katrin. Ah, guten Morgen, Möriwet, schön seid ihr, Gudrun, Ute, guten Morgen. Ja. Überlegt euch gut, wer steht morgens auf? Wer steht auf? Mit welchen Überzeugungen stehst du auf? Was ist auf deiner To-Do-Liste? Was ist wichtig für dich am Morgen? Was läuft
in deiner Vorstellung über dich am Morgen? Da gibt es Frauen, die stehen am Morgen auf und die sagen, jetzt bin ich erstmal eine Stunde im Badezimmer und sorge für mich und mach mich schön. Dann gibt es Frauen, die stehen am Morgen auf, binden sich die Haare zusammen und fangen an, den Haushalt zu machen und zu putzen, denken keinen Moment über sich nach oder über das Leben nach oder was sie heute für den Tag wollen, was sie für Intention wollen und rennen aus dem Bett raus und sind einfach nur beschäftigt und geschäftigt. Und was ist die Überzeugung von so einer Frau? Die Überzeugung von so einer Frau ist, ich bin hier, um Dinge zu erledigen. Ich bin hier, um Sachen gebacken zu kriegen. Ich bin hier, um meinen Haushalt, um meine Familie zu managen. So. Und ich bin hier, ich bin eigentlich immer der Feuerlöscher. Ich bin einfach immer hier, damit alles, was die anderen nicht in Ordnung bringen oder nicht schaffen, dass es trotzdem irgendwie gemacht wird. So. Solche Frauen gibt es. Dann, was gibt es noch für Frauen? Es gibt Frauen, die sind dann ganz anders drauf, ja. Es gibt Frauen, die lassen sich erstmal Zeit, weil die Kinder schon aus dem Haus sind. Die haben sich jetzt wieder auf sich selber eingestellt, auf ihren anderen Rhythmus. Aber um was geht's? Es geht darum, dass du das Ganze durchschaust, was du für jemand bist. Es geht darum, dass du mal guckst, durch mein Denken, durch mein Fühlen, durch mein Verhalten, durch das, was ich glaube und meine über mich, kreiere ich den ganzen lieben langen Tag. Und wenn der ganze liebe lange Tag bei dir vollgestopft ist und du von einem Termin zum anderen rennst, von einer Pflicht zur anderen, dann bist du der Überzeugung, dass du immer zu wenig Zeit hast, dass du immer gehetzt bist und dass du immer gestresst bist. Dann ist die Frage, möchtest du diese Überzeugung weitertragen? Und wie wäre es, wenn du jetzt eine andere wärst, die genügend Zeit hat, wo das Universum hilft, die Sachen zu erledigen, wo immer das Richtige zum richtigen Moment tut, wo das die Hälfte tun kann und trotzdem alles erledigt wird? Also mit diesem Beispiel will ich dir einfach nur sagen, was ich unter Selbstkonzept verstehe und wie du auf dein eigenes Selbstkonzept kommst. Du musst einfach mal rausfinden, wie tickst du? Was glaubst du, nach welchen Regeln funktionierst du, wovon bist du überzeugt? Und wenn diese Überzeugungen sich für dich nicht gut anfühlen, dann hast du das volle Recht, von etwas anderem zu überzeugt sein. Weil du bestimmst, wie das Leben läuft, wie der Hase läuft, was läuft in deinem Leben. Ob die Dinge leicht für dich passieren, ob du ein super Manifester bist zu deinen Gunsten, dass die Dinge, die du sagst und die du willst, die du dir vorstellst, dass die in dein Leben kommen, oder bist du jemand, der davon überzeugt ist, dass das Leben immer das Gegenteil von dem bringt, was du dir wünschst. Das ist so essentiell, dass du dir auf die Schliche kommst, was für ein Konzept hast du von dir, von deinem Leben und wie die Dinge funktionieren. Und so funktionieren die Dinge. Es funktioniert immer so, wie du denkst. Du hast immer, immer recht. Es ist immer so, wie du denkst. Und dieses Selbstkonzept in Bezug auf Geld, gilt es für dich jetzt so zu schreiben, wie du es gerne hättest. Und zwar, wer bist du? Ich bin eine, für die ist immer gesorgt. Ich bin eine, die wird immer finanziell unterstützt. Ich bin eine, zu der kommt Geld mit absoluter Leichtigkeit. Geld ist für mich eigentlich gar kein Thema. Geld ist für mich eine Selbstverständlichkeit wie das Atmen. Ich bin wirklich eine, die sich nie Gedanken um Geld machen muss. Ich bin eine, die kann alles machen. Ich habe nie irgendwo eine Einschränkung durch Geld. Das gibt es bei mir überhaupt nicht. Ich kenne das gar nicht. Je
weniger ich an Geld denke, desto mehr kommt Geld zu mir. Desto weniger ich denke, ob Geld jetzt genug da ist, desto mehr regnet Geld auf mein Konto. So ein Selbstkonzept darfst du dir erlauben. Weil du darfst dir alles erlauben, du erlaubst dir eh alles. Du erlaubst dir auch die ganzen Bullshit-Stories, die du aus deiner Familie, aus deiner Vergangenheit übernommen hast. Das erlaubst du dir ja auch. Also letztendlich kommt es wirklich nur darauf an, was kannst du dir erlauben, was kann dein Verstand sich dir erlauben, dass du das glaubst. Und wenn du halt glaubst, das ist ein riesengroßer Hohn, das war noch nie so. Geld war immer ein Riesenthema bei uns in der Familie, seitdem ich denken kann. Meine Eltern haben nie genug gehabt. Wir waren immer arme Schlucker. Wir mussten immer zurückkrebsen oder uns zurücknehmen in Bezug auf Geld. Wir waren immer die Kinder, die nicht an Schulausflug mit durften, weil wir kein Geld dafür hatten. Dann gibt es diese wunderbare Technik von Neville Goddard. Und das ist die Revision. Jede belastende Situation oder jede Situation, die offensichtlich noch schwer für dich ist, du hast das Recht, diese Situation zu verändern. Und zwar veränderst du, wenn du eine Situation in der Vergangenheit veränderst, veränderst du alles, was zukünftige Überzeugungen diesbezüglich sind. Ja, aber das stimmt ja dann nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir waren als Eltern, als Kinder waren wir haben wir alles bekommen und wir mussten unseren Eltern nur sagen, wo die Wünsche waren und wir haben es bekommen. Das stimmt ja gar nicht. Es war immer so, dass wir eben gar nichts bekommen haben und dass wir die Kleider von der Cousine tragen mussten und so weiter und so fort. So war das bei uns. Und wenn du auf so eine Geschichte bestehst, dass das deine Wahrheit ist, dann wird diese Wahrheit dich ausmachen. Aber du kannst dir die Erlaubnis geben, als absolut göttliches, perfektes Leben zu verstehen, dass diese Vergangenheit, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Erfahrungen von dir, von deinen Generationen, von deinen Ahnen, tatsächlich menschliche Geschichten sind, die aber deine göttliche Wahrheit nicht betreffen und dass du jetzt dir die Erlaubnis geben darfst, in diese reine göttliche Wahrheit einzutreten. Der Bibel steht dann ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, um all deine Sünden auszulöschen. Das ist die Vorstellung davon, dass du irgendeinen Erlaubnisgeber hast, irgendeine Erlaubnis dir geben kannst, um dich zu deidentifizieren von diesen Geschichten, die dich geprägt haben und die dich scheinbar zu dem gemacht haben, was du bist. Aber dass du jetzt dir die Erlaubnis geben kannst, dich zu dem zu machen, was sich für dich gut und freudig und fröhlich und richtig und wunderbar anfühlt, dazu musst du dir neue Geschichten erzählen, dazu brauchst du neue Erlaubnisgeber. Und ein klarer Erlaubnisgeber ist diese Wahrheit, dass du weißt, dass du konditioniert und geprägt worden bist von den Dingen deiner Vergangenheit, deines Umfeld, deines Ahnens, aber dass du das nicht weitertragen musst. Und was auch immer für deinen Mindset hilfreich ist, dass du deinem Verstand und deinem Kopf erlaubst, dich als die zu sehen, die eben genug Geld hat, die weiß, dass sie Geld kreiert, dass sie es wert ist, dass sie alles Schöne dieser Welt wert ist, dass er alles Schöne dieser Welt wert ist. Ich rede halt immer für die Frauen, weil ich hauptsächlich mit den Frauen arbeite. Darum geht's. Und das ist ein kleiner Brocken Arbeit, weil der Verstand natürlich die Vergangenheit, die er so gut kennt, nicht einfach zurücklassen möchte und jetzt sagen möchte, ja, ich bin jetzt jemand anders. Und ich rede so gerne von der Bibel, weil alle meine Teachings, die sind
in der Bibel abgesegnet und nicht in der Kirche und nicht in der Religion, aber in der Bibel. Und da steht auch ganz klar, dass du jederzeit das Recht hast, neu geboren zu werden in Christus. Also als diese göttliche Wahrheit, neu geboren zu werden, die unbefleckt ist von dem ganzen Bullshit, von den ganzen Stories, von den ganzen Überzeugungen, von den ganzen Fake-Wahrheiten, die dir eingetrichtert worden sind als Kind und die du geglaubt hast und jetzt immer schön weitergetragen hast. Und ich glaube, dieses Wort Fake-Wahrheit ist heute so sehr am Zahn der Zeit wie nie zuvor. Unser Verstand wird manipuliert und er wird immer manipuliert und jetzt liegt es an dir, dass du deinen Verstand dorthin manipulierst, wo du ihn haben willst. Und zwar, dass er der Ansicht ist, dass es bis tief in jede Zelle deines Unterbewusstseins geht, diese Ansicht von dir, dass du der Ansicht bist. Du bist ein Mensch, der absolut versorgt mit Geld, geliebt durch Geld, unterstützt durch Geld hier auf dieser Welt ist und dass dir das Allergrößte nur zusteht. Und wenn du so durch die Welt gehst, hast du Probleme. Und zwar, was denken die anderen von mir, wenn ich plötzlich so tue, als sei ich reich? Ja, dann kommt der Verstand, du bildest dich, das ist total gefährlich. Was denken dann die anderen dazu, die glauben, die hat jetzt einen an der Waffel, wenn ich jetzt irgendwie in den Supermarkt gehe und plötzlich nicht mehr das billigste Zeug kaufe, sondern die teuren Sachen und die gesunden Sachen auf das Band lege. Was denkt die Frau XY dann von mir? Die glaubt, wir haben einen Geldscheißer daheim. Das kennt ihr alle, diese Gedanken. Deswegen geht es auch darum, hier wirklich reinzugehen und sich zu erlauben, zu entscheiden, was die Frau XY am Supermarkt denkt. Dass eben die Frau XY am Supermarkt eben nicht denkt, dass du plötzlich einen Geldscheißer daheim hast und deswegen eine arrogante Kuh bist, sondern dass die Frau XY denkt, oh Gott sei Dank, kauft die jetzt endlich gesunde Sachen für ihre Familie. Du entscheidest, was die anderen über dich denken. Und indem du mit dieser Überzeugung dorthin gehst, was der andere über dich denkt, hast du den anderen so kreiert, dass es für dich positiv ist. Weil es ist eh nur deine Entscheidung. Es ist eh nur deine Vorstellung. Wenn du an der Supermarktkasse stehst, denkst, sagst du ja nicht, Frau Müller, was denken Sie denn jetzt, weil ich jetzt plötzlich andere Sachen kaufe? Was geht da tatsächlich wirklich in Ihrem Kopf vor? Nö, du stehst heimlich still und leise an der Supermarktkasse, schaust die Frau Müller an, siehst vielleicht, wie sie deinen Einkauf durchscannt und denkst dir, oh, die denkt jetzt sicher, ich habe einen Geldscheißer daheim. Das denkst du ganz alleine. Und du gehst nicht zu Frau Müller und fragst, was denken sie denn wirklich? Und wenn du tatsächlich zu Frau Müller gehst und fragst, was denken sie wirklich? Die Gesetze sind so, dass die Frau Müller dir das widerspiegelt, was du denkst, was sie denkt. Immer. Wenn du zu deinem Mann gehst und nicht sicher bist, ob ihm deine neue Klamotte gefällt, du sagst, hey, wie gefällt dir das? Und denkst, oh, der sagt sicher, wie das sieht scheiße aus. Das sagt er. Sagt, sieht scheiße aus. Weil du glaubst, dass es sieht scheiße aus. Es ist immer so, wie du denkst. Es ist immer so, wie du denkst. Es ist nie anders. Ganz einfach, weil du alles bist, weil du Bewusstsein bist, weil du Göttlichkeit bist, weil du alles kreierst, weil du alles entscheidest. Und wenn du mehr und mehr in diese Kraft und diese Macht kommst und dich für Geld entscheidest, dich dafür entscheidest, dass du ein toller Mensch mit Geld bist, dass Geld Liebe ist, dass Geld leicht und einfach zu dir kommt, dass es dein absolutes Geburtsrecht ist, Geld anzunehmen,
dass Geld dich liebt und dass du eine bist, die Geld liebt. All diese Sachen, dass du die so tief für dich lernst, dass es deine einzige Wahrheit ist, wenn du am Morgen aufstehst und in den Spiegel schaust und dich freust, dass du zum Friseur gehen kannst, dass du tolles Make-up hast, alles, was dir Freude macht, so deinen Klamottenschrank aufmachst und denkst, wie schön mich alles ziert und dekoriert, was ich hier anziehen kann und so weiter und so fort. Und solange du eine bist, die halt immer wieder in diesem Mangel denkt, in dieser Wertlosigkeit denkt und sich für sich dieses Selbstkonzept der Limitierungen auferlegt, kann sich in deinem Leben weder für Geld oder Finanzen, noch in der Liebe, in der Beziehung, im Business irgendetwas ändern. Wenn du dein Selbstkonzept, wenn du nicht dieses Ich hast, das dir die Erlaubnis gibt, ein göttlicher Schöpfer zu sein und du das spürst und sagst, ich entscheide, wie die Dinge laufen in meinem Leben, dann werden schwerliche Veränderungen kommen, dann geht es harzig für dich, dann ist es schwer, dann ist es mühsam, dann musst du dir alles erarbeiten und dann kannst du nichts annehmen, was du nicht erarbeitet hast und so weiter und so fort. Hi Manuela, danke für das Kompliment. Ja, ihr Lieben, das war, was ich zu Selbstkonzept zu sagen habe. Habt ihr noch ein paar Fragen? Es geht mir wirklich drum in dieser Woche, dass ihr alle versteht, was alles möglich ist. Dass ihr alle versteht, es liegt nur an eurem Mindset. Ja, genau, Christine. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Herrlich. Vielen lieben Dank. Genau, und stell dir mal vor, ich zum Beispiel habe meinem Sohn trotz alleinerziehender Mutter eine super Kindheit gemacht. Nach meinen Vorstellungen. Nach meinen Vorstellungen, wie ich es gerne gehabt hätte für mich. Und darum geht's. Wenn ich mir diese Vorstellung nicht gemacht hätte, was für mich eine tolle Kindheit bedeutet, was für mich bedeutet, eine super Mutter zu sein, wenn ich das einfach kopiert hätte, und so eine Mutter gewesen wäre, wie meine Mutter zu mir war. Einfach ohne zu hinterfragen, ohne zu schauen, ohne mir ein eigenes Selbstkonzept für mich, wie ich bin, als Mutter zu erschaffen. Und darum geht's. Und wie du bist, als Mutter des Geldes, sage ich jetzt mal, ja? Wie du bist, als eine Frau mit Geld, eine Frau, die alles zusteht, als eine Frau, die halt echt Geld scheißt, ja? Ja, es gibt ja diese Märchen, diese Goldesel oder sowas, ne? Sie zu leben, ja. Ich kann mich jeden Moment neu erschaffen und ich mache das auch. Und zwar zu meinem allerbesten und zu meinem allergrößten Vorteil. Und darum geht es, sich das zu erlauben und das zu lernen. Und das ist ein andauernd immer während des Spiels des Lebens, wenn ich mal die Florence Shovel Shinn zitieren kann, wer bist du, wer ist dein Leben, was kreierst du, was sind die anderen? Und genau, du entscheidest. Und das mit uns in diesem Divine Creation Mastermind zu machen, wird für dich das tollste Erlebnis deines Lebens sein, wenn du dich entscheidest mitzumachen und hier wirklich der Master of Divine Creation zu werden und für dich diese Entscheidung zu treffen, dass du jetzt der Master bist, der Meister deiner göttlichen Kreation und nicht mehr der Scherge deiner Scheißkreationen, sondern der Master of Divine Creation, alles aus Licht, aus Liebe, aus Göttlichkeit, aus Freude heraus und zwar zu dir selbst in erster Linie, weil
alles kommt aus dir raus, alles entsteht aus dir raus, alles entsteht in dir. Nichts außerhalb von dir hat eine eigene Macht oder hat eine eigene Meinung. Ja? Und dieses Selbstbild für dich zu implementieren und aus dem heraus zu leben, aus dem heraus zu denken, aus dem heraus zu fühlen, dazu lade ich dich ein, das wirklich definitiv für dich zu tun, dieses Investment an Zeit und an Mühe für dich aufrecht zu halten, für dich anzunehmen, zweimal die Woche, das habe ich noch nie gemacht. Es kostet gleich, ob ich zweimal die Woche mache oder einmal die Woche. Aber ich mache jetzt zweimal die Woche, weil ich es für dich will. So, so fest, dass es schnell geht jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Der wir so, schon so viel Zeit verplempert haben mit Zeug, das uns keine Freude gemacht hat. Mit Zeug, das uns belastet hat. Mit Zeug, das schwer war. Mit Zeug, das uns traurig gemacht hat. Mit Leiden. Mit Verletzungen. Ich will, dass du das alles zurücklässt und am Mittwoch um 20 Uhr in diesen Divine Creation Raum mit eintrittst und dort dich neu erfindest, dein Leben neu erfindest, nach deinen Regeln, nach deinen Vorstellungen und weißt, dass du das Recht und die Kraft und die Macht und die Power hast, es zu tun. Also, wer jetzt noch zögert und irgendeine Frage hat oder irgendein Bedenken hat, schreibt's hier in die Gruppe. Es sind ganz viele Leute in dieser Gruppe, die wissen, dass es funktioniert, dass ich keinen Bullshit laber, dass das das Leben ist und dass es hier in erster Linie darum geht, diesen Denker dahin zu programmieren und zu informieren, dass er die Dinge denkt, die ich möchte. Und dass ich meinem Körper nachher beibringe, dass er die Dinge fühlt, die ich gerne fühlen möchte und nicht das Gegenteil davon. Und dass ich dann mir beibringe, die inspirierten Handlungen zu tun, die mich dorthin bringen, wo ich mich aufhalten will. Und zwar in der Fülle, im Glück, in der Hingabe, in der Freiheit, in der Begeisterung, in der absoluten Göttlichkeit. Ich freue mich so, so fest drauf, dass wir am Mittwoch anfangen. Ich mache morgen nochmal ein Live. Weil, wisst ihr wieso? Es ist eigentlich recht einfach für mich, hier ein Live zu machen, jeden Morgen um 9. Ich mache das eh da drinne. Was ich dir jetzt hier sage, was ich dir jetzt erzähle, rattert in meinem Kopf. Sowieso auf die eine oder andere Art und Weise, dass ich nicht auf dumme Gedanken komme. Weil diese alte Scheiße, die ist ja bei mir auch vorhanden. Ich kann sie jederzeit per Kopfdruck aktivieren oder ich kann sie im Außen per Triggerknopfdruck aktivieren lassen. Aber was mache ich damit, wenn es aktiviert ist? Dann habe ich meine Vorgehensweise, meine Sets, was ich mache, wenn irgendwas ist, was mich wieder in eine Realität reinkatapultiert, in der ich nicht sein will. Das habe ich schon gelernt. Da weiß ich, was ich zu tun habe. Da merke ich es sofort. Ich merke, wenn es nach Destruktivität stinkt in meinem Kopf. Da höre ich dann auf und nehme mir Zeit. Da ist mir nichts anderes wichtiger. Da muss ich nichts machen, außer hier mich wieder zu dem zu machen, was ich wirklich bin, in mein göttliches Selbst, in mein göttliches Selbstbewusstsein, in meine göttliche Klarheit mich zurückzubringen und wieder aus diesem Platz, die im Coaching waren, die kennen es, von meinem göttlichen Thron heraus zu kreieren und zu wirken. Und darum geht's. Das zu lernen ist der größte Spaß. Es ist der größte Spaß und dann hinterher zu sehen, wow, funktioniert voll. Ist das klasse. Und es funktioniert einfach für jeden, weil es einfach Gesetz ist und weil es für dich eh schon immer funktioniert hat. Wenn du noch einen Zweifel an das hast, was ich sage, geh zurück in irgendeine Situation, die dir nicht gepasst hat. Oder sagst, das war scheiße. Und überlege dir,
bevor das alles passiert ist, wie warst du drauf? Wie hast du die Welt gesehen? Wie hast du dich gesehen? Was hast du gefühlt? Was hast du gedacht? Was hast du befürchtet? Wovon bist du ausgegangen? Wovon warst du überzeugt? Und du müsstest dich ganz fest selber anlügen, wenn du nicht sagen würdest, shit, das, was dann passiert ist, ist die logische Konsequenz gewesen von dem, was ich vorher angenommen, kreiert habe und ausgestrahlt habe. Und das, wenn du ehrlich zu dir bist und wirklich dahinschaust, weißt du, dass es jedes einzelne Mal so war, dass jeder Streit von dir kreiert worden ist, dass jede Enttäuschung von dir vorab gespürt oder angenommen worden ist. Da gibt es ja noch so tausend Geschichten. Was ist überhaupt ein Déjà-vu und so weiter und so fort? Was bedeutet diese Sachen alle? Das kann ich dir alles erzählen, wenn du dich einschreibst in den Kurs und mir dann die Fragen stellst. Und es ist echt nicht arrogant, aber wenn du dieses Konzept verstanden hast, verstehst du alles. Du verstehst plötzlich alles, warum alles so ist, wie es ist. Und du musst dir nie wieder eine Warum-Frage stellen. Warum ruft er mich nicht an? Warum hat er mich betrogen? Warum ist er so? Die Antwort ist immer in dir. Und deswegen kannst du alles, was in dir ist, verändern. Das ist so geil und ich freue mich auf unsere Reise zusammen und freue mich auf eure Anmeldungen. Das ist alles auf meiner Homepage. Wenn du es nicht findest, schreib mir. Alles ist da. Du musst es nur nehmen und wollen und nochmal wollen und immer wieder wollen und noch mehr wollen und nie aufhören zu wollen. Das ist das Allerwichtigste. Du musst wollen. Kennt ihr das? Mein Vater hat immer gesagt, der Willi ist gestorben. Wenn ich irgendwie gesagt habe, ich will das oder ich will das haben oder ich will das. Der Willi ist gestorben. Aber das ist auch eine Scheißlüge. Der Willi ist überhaupt nicht gestorben. Der Willi ist das, was dich antreibt. Du willst und du darfst wollen. Und wenn du nicht mehr willst, bist du gestorben. So schaust du mich aus und nicht andersrum. Also, in diesem Sinne, ich muss los. Bis dann. Schönen Tag, arrivederci, ciao, adios, auf Wiedersehen.